Hi, ich bin gerade fertig mit ein paar Videos, die ich aufzeichnen wollte, bevor für mich die heiße und spannende Phase losgeht. Und während ich mir gerade meinen Kaffee mache, denke ich mir, eigentlich hat dieser Kanal auch mal ein ganz anderes Infoformat verdient, nämlich eine Reflexion, wie eigentlich für mich mein Weg von weiß zu gelb und hoffentlich bald zu orange war. Weil ich glaube, dass ihr hier eine Menge Mehrwert rausziehen könnt und weil ein Video auch von diesem Grad an Reflexion und Ehrlichkeit vielleicht auch für mich in ein paar Jährchen was Schönes ist, um sich das mal wieder anzuschauen. Und auch wenn in den Videos, gerade jetzt in den letzten, ein bisschen darüber gesprochen wurde, dass viele Teile des Karates ja mythifiziert, glorifiziert sind und vieles pragmatischer gesehen wurde, so muss ich sagen, ich bin ein Riesenfreund von genau diesem pragmatischen Ansatz. Und mir ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass man das für sich als eine charakterliche Schulung betrachten kann. Ich glaube, dass alles im Leben einen charakterlich weiterbringen kann, wenn man das diese Sache nur erlaubt. Und für mich, da geht auch ein Riesendank übrigens erstmal an euch, ja, an euch, meine Zuschauer raus. Weil Teil dieser Charakterschulung war tatsächlich auch die Kommentarspalte von meinem Kanal. Sehr viele Dinge wurden dort richtig gestellt. Der Kurs meines Kanals wurde berichtigt. Ich habe ziemlich viel über Karate, seine Geschichte, aber auch über die verschiedenen Practitioner aus dieser und anderen Kampfkünste gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich unglaublich dankbar sein kann für meine Stilrichtung Shorin Ryu, Seosin Kan. Wenn das einer von euch gerade schaut, ich bin so von Herzen dankbar, denn fast alle Dinge, wo gesagt wurde, das sind Enttäuschungen, das sind Ängste, die im Karate passieren können, die umgeht ihr. Ich sage bewusst ihr, jetzt nehme ich mich mal raus auf diesem Kanal als Teil und gebe das Lob an alle, weil genau das ist eigentlich ein Karate, wo keiner nach Jahren bereut, wo keiner nach Jahren traurig ist, sondern wo wirklich Selbstverteidigung, Kämpfen, aber auch das Körperliche und Charakterliche vermittelt wird. Damit man sowas erkennt, darf man natürlich im Vorfeld auch erstmal bei anderen reinschnuppern und auch sehen, hey, wo sind da die Engpässe, wo läuft das da schief? Die Möglichkeit hatte ich. Ich habe viel rumgeschaut und habe gesehen, hey, da wo ich bin, das ist eigentlich ziemlich gut. Was wiederum nicht ziemlich gut war. Als ich frisch ins Karate reinkam, dachte ich, hey, ich bin relativ fit. Weißt du, gut trainiert hat er, ist kein schwaches Bürschchen, kein zartes Reh. Im Fitnessstudio stimmt der alles. Und dann mache ich mein erstes Karate-Training und fühle mich wie jemand, der in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat. Ich habe es damals in dem Video gesagt, elegant wie ein schwangeres Walross. Und habe gemerkt, hey, das, was ich die ganzen Jahre da trainiert habe, das ist sicherlich spannend, ist aber gar nicht auf die Funktion hingewiesen. Da ist mir erstmal, also ich wusste, was funktionelles Training ist, aber mir ist erstmal Bewusstsein dafür gekommen, dass Training und Training, was auch eine Funktion und einen Kraftzuwachs hat, zwei verschiedene Welten sind. Das hat mein ganzes Sportverständnis komplett umgeschmissen. Und so hatte ich im Grunde nicht nur das Gefühl, mit Karate anzufangen, sondern ich hatte auch das Gefühl, mit Sport wieder anzufangen, weil es mich einfach so schmerzhaft auf Engpässe hingewiesen hat, die ich habe, auf Dinge, wo ich mir dachte, hey, das kann ich, aber ich kann es eben nicht. Wenn das für euch spannend ist übrigens, kann ich auch gerne mal über dieses Thema an Training das ein oder andere Video machen. Das ist zwar kein Fitness-YouTube-Channel, aber wenn für euch funktionelles Training und Training für Karate speziell spannend ist, einfach mal im Kommentar Bescheid geben, dass ihr vielleicht auch mal wisst, wer der Ben hinter diesem Kanal überhaupt ist. Ich bin im Normalfall hauptberuflich Trainer, habe meine kompletten 20er und den Anfang der 30er sehr viel gearbeitet. Mein Ziel war es, zeitlich und finanziell unabhängig zu sein. Und in vielen Hinsichten habe ich dieses Thema auch erreicht. Ich bin zwar nicht stinkenreich, ich habe aber den Luxus, meine Zeit sehr gut einteilen zu können. Ich habe den Vorteil, dass ich mir viel Zeit fürs Training, aber auch für Dinge, die mir wichtig sind, nehmen kann. Und ich dachte eigentlich, hey, ich bin jetzt an einem super Punkt angekommen und ich war davor immer in dieser unternehmerischen, in dieser optimierenden Welt unterwegs. Und auch hier habe ich durch das Kennenlernen von Leuten bei uns in der Karate-Gruppe gemerkt, hey, charakterlich kann ich noch so viel lernen. Hey, vom Menschlichen her, von dem, was heißt es eigentlich, weise zu sein, was heißt es, charakterstark zu sein. Das ist etwas, was auf meiner individuellen Reise durch Karate und durch das Eintreten in den Verein so stark beflügelt wurde und auch mein komplettes Bild von dem, was ein erfolgreicher Mensch ist, über den Haufen geschmissen wurde. Mir ist natürlich bewusst, dass das keine replizierbare Erfahrung ist. Nicht jeder, der jetzt Karate macht, macht diese Erfahrung. Aber es für mich kam der Sport mit diesem Stil in diesem Verein einfach genau zur richtigen Zeit, um im Leben was zu verändern.
Und genau diese Veränderungen, deswegen möchte ich diesen YouTube-Kanal auch weitermachen. Ich möchte, dass die Probleme, die mir auf dem Weg begegnen, im Netz findbar sind. Alle meine Videos kommen dadurch, dass ich was Cooles im Training höre oder dadurch, dass ich ein Problem habe und mir denke, okay, wie könnte man das jetzt machen? Oder dass ich einen Pfad verfolge, wo ich sage, was ist Budo? Mich darüber belese und dann zum Beispiel ein Video mache, wie es vor ein paar Tagen passiert ist. Am 14. Juli habe ich meine Prüfung zum orangenen Gürtel. Und genau deswegen habe ich jetzt auch ein paar Videos im Voraus aufgenommen. Das heißt, das Video ist eigentlich zeitlich als letztes entstanden, wird aber als erstes hochgeladen. Einfach damit die Leute, die ein Abo dalassen und die sich das meiste auch anschauen, wissen, okay, die nächste Woche geht es daher eher darum, wie verhält man sich am Tag der Prüfung für Körper und Geist am besten. Es wird darum gehen, wie habe ich meinen Trainingsplan zusammengestellt, was keine Endgültigkeit haben soll, weil jeder hat da andere Ideen. Einfach dadurch, dass ich die nächste Woche zwar für die Kommentare auf YouTube schaue, das ist irgendwie schon eine schöne Gewohnheit geworden, aber dass ich vor allem den Fokus darauf setzen kann, nochmal den Fokus und auch den Frieden zu finden, dass ich für mich eine Prüfung guten Gewissens antreten kann. Also das Format, das war jetzt unkomfortabel. Warum? Kein Skript, keine Vorlage und quasi einfach das raus, was mich gerade im letzten halben Jahr, also am Beginn meiner Karate-Reise, so beschäftigt hat. Wenn das Format spannend ist oder wenn du sagst, hey, so eine Reflexion zwischendrin mal ist gut, kann man auf dem Kanal einbauen, freue ich mich auf jeden Fall über Feedback in den Kommentaren. Wenn es aber jetzt natürlich heißt, hey, da ist jetzt nicht so viel Mehrwert wie in den anderen Videos drin, dann ist es für mich auch wertvoll, weil dieser Kanal wächst mit den Leuten, die ihn schauen und die auf ihm interagieren, weil genau dadurch weiß ich, was interessiert euch, was interessiert euch nicht. Was wird in der Zukunft hier noch passieren? In der Zukunft möchte ich, gerade wenn der Gürtel orange ist, auch auf einen unkomfortablen Kommentar hin, mich langsam daran wagen, auch über die eine oder andere Technik zu sprechen. Ich möchte jetzt nicht das hunderttausendste deutsche Tutorial, wie machst du Technik XY machen, sondern möchte eigentlich, wenn ich es schaffe, auch immer noch mit einem Meister eine Technik hinterfragen. Möchte schauen, wie tauglich ist das oder wie kriegen wir das tauglich, wo kommt das her, was ist uns darüber bekannt. Also, dass man da einfach ein bisschen tiefer geht, weil jetzt mal ohne Schwank, wenn ihr ein Tutorial wollt, wie man eine Maigeri gescheit macht, ist ein Gelbgurt, vielleicht später Orangegurt, eh nicht der optimale Ansprechpartner. Und es gibt einfach so viel draußen. Ich würde keinen neuen Mehrwert hinzufügen. Womit ich aber neuen Mehrwert hinzufügen kann, ist mit einer kritischen Hinterfragung der Techniken mit anderen. Womit ich Mehrwert hinzufügen kann, ist auch mit weiteren Interviews. Ich plane definitiv auch mehr Meister und andere Karatekas und Freunde anderer Sportarten mit in diesen Kanal einzubinden. Weil ich denke, das war so einfach nochmal eine coole Komposition und ein sehenswertes Programm für jeden, der sich das ansieht, zusammenbekommen. Während ich das einspreche, hat der Kanal knapp 180 Abonnenten. Und an alle von euch möchte ich ein riesengroßes Dankeschön richten. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kanal in den nächsten Monaten und Jahren ganz gut wachsen kann. Und jeder, der hier von Anfang an dabei war, jeder, der diesen Weg wirklich von früh an begleitet hat, bin ich dankbar, weil ihr seid diejenigen, von denen ich die Richtung für den Kanal erhalten habe, gute Ideen, auch schon zwei Interviewpartner und vor allem eine Menge Inspiration für die Art, wie ich meinen Kampfsport praktiziere. Und das ist etwas, wofür ich euch einfach nur danken kann, denn das ist ein Mehrwert, den ihr an mich gegeben habt. Ich sage an jeden von euch Danke, ich mache jetzt nicht weiter, bla bla. Was gesagt werden sollte, ist gesagt. Und ich werde mich als nächstes schön brav ins Training begeben und schaue, dass ich noch einen kleinen Schliff an meinen Techniken machen kann. Euch wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Video oder bis man sich in den Kommentaren mal wieder liest.